Ja, habe die Ehre und willkommen zum nächsten Video. Heute gibt es mal was Neues, beziehungsweise für mich neu. Muss ehrlich gesagt sagen, ich habe die noch nie gekauft oder geraucht, die PX1 Molasse. Ja, dazu brauchen wir noch Tabak, den Nubia Super Dry und eine Dose habe ich mir jetzt auch noch bestellt. Da werden wir auch dann nachher mal schauen, wie schwer das Ganze wird. Die Dose habe ich jetzt mal nachgewogen, wiegt 23 Gramm. Und dann sieht man mal, wie viel Tabak da rauskommt. Weil wenn man jetzt die 25 Gramm Tabak nimmt und die 100 Milliliter mit Gramm gleichsetzt, hat man ja 140. Aber das sehen wir ja dann. Ja, bei mir gibt es übrigens Fakka Huansson. Ist immer noch starke Mentholnote übrigens. Ich habe ihn mal 2 Tage stehen lassen, aber darum geht es ja auch nicht. Also ich würde sagen, ich hole euch jetzt mal auf den Tisch und dann mischen wir das Ganze an. Und in der Woche wird es dann das Video geben mit dem Rauch und dem Geschmack. Entschuldigt übrigens, wenn ich ein bisschen fertig ausschaue oder mich fertig anhöre. Gestern war Volksfest und wir haben ein bisschen Apfelschorle getrunken. Ja, die Preise habe ich noch vergessen. Die Molasse kostet 9,49 €. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf. Und Tabak 25 Gramm 4,40 €. Also kommt der insgesamt auf 13 Euro Fahrzeugwertsteuer. Und ja, dann schauen wir mal. Let's go! Ja, willkommen auf dem Tisch. Also ich hoffe, der Autofokus macht jetzt hier keine Macken. Ihr braucht, wie gesagt, einmal den Tabak. Nubia Super Dry. Die Molasse. Na, komm. Zitronenkuchen. Genau, vor Gebrauch gut schütteln. Machen wir das doch mal. Und die Dose. Und am besten eine kleine Gabel. Die Packung jetzt auf hier. Gott sei Dank fix nochmal. So. Einmal der Tabak. Den füllen wir jetzt einfach mal da rein. Ich hoffe, es geht nichts daneben. Dose schaut auch recht klein aus, aber ich habe schon andere Videos gesehen, also es sollte eigentlich reinpassen. Ist auch die PX1 Dose. Ah, da ist schon passiert. Super. Also ein PX1, die Dosen könnt ihr vielleicht ein kleines bisschen größer machen. Dann wird das Ganze hier auch was. Hälfte daneben wieder. Super Sache. Wir wollen hier nichts verschwenden. Der gute Tabak. So, Freunde, ich hab's geschafft. Einfach mit der Gabel ein bisschen hier runterdrücken. Dann passt das alles da rein. So, nehmen wir die Molasse. Schüttelt habe ich ja schon. Und
Zum Geruch übrigens, die riecht echt ekelhaft. Aber das habe ich schon gehört, dass die immer ekelhaft riecht, aber das macht überhaupt nichts. Dann tun wir die da drüber. Immer ein bisschen runterdrücken. Ihr braucht übrigens immer eine Flasche pro 25 Gramm Tabak. Fest runterdrücken. Lecker. Da blubbert's schon. So. Meine Hand ist im Weg, kann das sein? Und alles hier immer schön runterdrücken. Die Molasse auch ganz weit nach unten kommt. Ich stelle mich aber auch an hier. Wahnsinn. Ich hoffe, das geht mit dem Licht so. Aber die Sonne kommt mal und dann ist sie wieder weg. Das ist immer ein bisschen scheiße, ja. ...2000 Jahre später. So, das war's eigentlich auch schon. Jetzt müsst ihr ihn laut PX1-Angaben ja 3 bis 7 Tage stehen lassen. Ich werde ihn jetzt mal bis Ende der Woche stehen lassen. Zwischendurch immer wieder mal runterdrücken oder umdrehen, damit sich alles schön gleichmäßig verteilt und überall gut einziehen kann. Mit der Hälfte hier an der Gabel. So geht's ja nicht. Genau, das war's eigentlich schon. Ist da noch was drin? Ja, ein bisschen. So, dann war's das schon. Ich würde sagen, dann schalte ich wieder zurück. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Also ihr habt gesehen, idiotensicher eigentlich. Was ich schön finde, dass PX1 die Anleitungen auch auf jeder Seite hat. Dass man auch ja nichts falsch machen kann. Und ja, das werde ich jetzt mal eine Woche stehen lassen. Und dann sehen wir uns beim Geschmacks- und Geruchs- und Rauchvideo wieder beim Review sozusagen. Und genau, bin schon echt gespannt drauf, weil ich muss sagen, jetzt zum Preis, die Molasse 9,49 € glaube ich und der Tabak 4,40 €, dann bist du bei 13 irgendwas. Für was los? Ja. Also jetzt hat es ein Gewicht von 171 Gramm. Das ist ja ganz okay, dann für den Preis. Es wird sich aber nicht mehr viel dran ändern, wenn das eingezogen ist. Also ist übrigens die Dose mit Deckel mit Tabak drin. 171. Ja, dann noch zwei Sachen. Ich bin auf dem PX1 Sommertreffen mit den Smogbusters, die sind auch dabei. Drehen wir auch ein Video. Vielleicht sieht man sich da ja. Und heute Abend, also heute ist Montag, wenn ihr das Video seht, ist Dienstag, machen die Smogbusters auch einen Livestream, da bin ich auch dabei.
Link tue ich mal in die Beschreibung von ihrem Channel. Könnt ihr auch mal abonnieren, die Jungs. Und mich natürlich bitte auch. Ja, dann soll es das auch schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, in einer Woche kommt das Video dann dazu. Mit dem Test. Und dann sehen wir uns vielleicht heute Abend im Livestream. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Servus!